Wir sind heute auf dem Turnier der Sieger in Münster und gehen jetzt gleich mit Otto Becker den Parcours vom Großen Preis ab. Und wir nehmen euch dazu jetzt einfach mal mit. Den Parcours jetzt schon mal grob erklären und ein paar Sachen sagen, dann können wir den Weg noch mal ablaufen. Es gehen 49 Pferde, das heißt es gehen 13, ein Viertel, 13 gehen in die Siegerrunde, die fängt bei 0 wieder an. Selbst wenn jetzt zum Beispiel 10 Nuller sind und ein paar mit Zeitfehler oder mit dem Abwurf, das fängt, die fangen alle bei 0 wieder an, die 13. Hier haben wir jetzt ein weißes Gatter, das sind sowieso immer schwierige einfarbige Hindernisse. Die Pferde können besser taxieren, wenn zwei Farben sind oder wenn Kontraste sind. Je mehr Kontraste ist, rot-weiß oder grün-weiß, je besser ist das. Hier haben wir weiß. Dann geht es nochmal ein relativ luftiger, unscheinbarer Steilsprung zum Schluss nach Hause. Das ist aber die Gefahr dann, dass die Reiter einfach nach Hause denken, sie müssen vorwärts reiten und dann auch zu schnell oder zu lang reiten. Also ich finde, er hat das super erklärt, sehr ausführlich, so worauf man auch als Reiter achten muss. Es ist halt generell ein sehr schwerer Parcours und warum es halt schwierig ist und sowas hat er. Ich fand es sehr hilfreich. Konnte echt viel mitnehmen. War interessant, das mal aus einer anderen Sicht zu sehen, also aus einer noch professionelleren Sicht sozusagen. War gut.